Hallo Leute, ich bin's wieder, der Kummersmann aus dem Internet. Okay, ich sollte offen andere YouTuber das machen, aber hi, willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Channel GamerCouts. Mach ich nativ, mach das. Keine Ahnung. Ich bin David, er ist Mülltonne und liebe Kurse aus dem neuen Video. Du bist sehr witzig heute mal wieder. Ja, in der Tat, lieber Sven. Na, wie geht's denn dir so? Na, wie geht's dir? Geht's dir gut? Nee. Also, ich hoffe euch das gut, liebe Zuschauer, so wie es Sven auch sehr gut geht hier bei mir. Was ist da oben? Da oben ist eine fette Eule, das ist das Taltalgebirge. Ja, schön, dass ihr so angeschaltet habt zu Zelda und dass ihr das Projekt so hart liked. Musik, der verschreckt man sich. Man erkennt in dieser Stelle die Ironie. Ich glaube, erinnert euch mal dran, alle, die dieses Video sehen, lasst mal einen fetten Like nach unten da diesmal. Nur bei dem Video, ist immer so. Wir will wirklich das Video schauen und einen Aufruf nachfolgen. Also alle, die das sehen, einen fetten Daumen nach unten geben. Nur für dieses Video bitte. Ab nächsten könnt ihr gerne wieder Daumen nach oben geben. Es gibt eh keinen Daumen nach oben. Natürlich. Ja. Ha. Also ich sag nix, aber Mr. Snow hat mehr Likes als du. Ja, nee, hat er nicht. Doch, hat er. Nee. Aber dafür bin ich famer als Mr. Snow. Ja, weil du... Auf die Likes kommt es da letztes nicht drauf an. Außer man ist like geil, dann schon, aber wäre ich like geil, dann hätte es längst die Bude zugemacht, ganz ehrlich. Ich wollte auch noch Videos produzieren, wenn ich wüsste, dass nur drei Leute es wollen. Einfach für die drei Leute wollte ich es machen. Weil die ganze Community ist hinter mir, weißt du? Es sind so viele Leute, die das so sehen. Verstehst du? So viele Leute. Da waren wir doch schon drin, oder? Nee. Da waren wir schon drin, schon mal, sonst gäbe es doch nicht dieses Ding da. Da wäre ich doch zum Boss teleportiert. Ja doch, den hatten wir schon gemacht gehabt, glaube ich. Na schau mal, wir hatten alles, außer das da. Ne, wir hatten nicht alles eben. Schau mal, wir hatten nicht alles. Sag es dir. Ne, dann machen wir das da fertig. Peace. Ja Leute, das Thema war ein bisschen in dem Part so anschneiden. Immer sind immer diese Fledermäuse. Ist ein bisschen so das Thema. Sag mal kurz in die Kamera. Hi. Was am besten so ein bisschen so ansprechen möchte, ist das Thema Oktoberfest. Ne. Doch. Ne. Geht's jetzt ein Oktoberfest, Leute? No. Also für die in München wohnen oder auch außerhalb, wart ihr schon mal auf ein Oktoberfest, geht's hin, wie findet ihr Oktoberfest? Gerne mal damit ab in die Kommentare. Warst du schon mal auf ein Oktoberfest denn? Ja, leider. Findest du es nicht so cool? Ich find's langweilig. Wieso findest du das größte Volkfest der Welt langweilig? Weil's langweilig ist, es gibt dort nichts zu tun, das ist eine Geldverschwendung. Aber man kann das in Bierzelt volllaufen lassen. Und das finde ich so scheiße, dass man kann nicht Zuckerwatte fressen, Mandeln fressen, man kann Fahrgeschäfte fahren. Ja. Man kann sein Geld loswerden, 11,50 Euro für eine Maß. Ist nix für mich eben. Das sagen tatsächlich relativ viele Leute, dass das nicht so für einen selbst ist. Also ich weiß echt nicht, wie ich da hochkomme. Das ist ein großes Problem. Ja, das ist in der Tat ein großes Problem. Sonst mache ich einfach mit einem anderen Dungeon weiter. Ich dachte, du hättest dich spoilern lassen. Bitte? Ich dachte, du hättest dir genügend Videos angeschaut. Habe ich gar nicht. Ich hab mir nur eins angeschaut. Dann sagt irgendwas davon, jetzt hätte mich alles spoilern lassen. Ja, ah ja. Jetzt bist du ja oben oder nicht? Aber hier warst du doch schon mal, hä? Ah, hier war ich schon mal. Ich sehe nix. Uff. Geht's auch gar nicht weiter, glaube ich. Doppeluf. Ist hier irgendwo weiter? Nee, ich weiß echt nicht, wo es reicht. Also, was ich noch weiß, ist, dass wenn man dorthin geht, dort rauskommt, dann ist man dorthin gegangen zum Boss. Da konnte man aber nicht mehr durch. Da kann man einfach da nichts machen. Nee, ich bin einfach noch zu schwach für dieses Spiel anscheinend. Also, man, es gibt so anscheinend so ein Item, wie man stärker wird, das ich noch nicht habe. Deswegen verpiss ich mich mal. Eine gute Idee. Ja.
wenn das ein Haus ist, was man iCloud. Wo sollen wir hingehen? Schau mal. Wurde richtig viel discovered gerade eben. Voll krass. Krass. Ich weiß aber nicht wohin. Autsch. Alles wohin, das ist die Frage der Fragen. Friss. Nein. Hör mal. Ich hab schon gesehen, ich hab schon gesehen. Ich hab auch noch was anderes für dich gemacht. Das hören die nicht in der Aufnahme, keine Angst, halt. Du wirst das gleich hören. Ja, ich hab's auch sehr stark gehört. So. Ich hab mir gerade ein lustiges Video gezeigt. Ja, in dem ich grundlos beleidigt wurde. Weil du eben ein Video von mir gemacht hast, deswegen wurdest du eben beleidigt. Habe ich gar aber ich nicht. Weiß nicht wo. Warte. Kann man da rüber? Weil wenn ja. Ich möchte irgendwo hin, aber ich weiß nicht wo. Dann geh halt dahin. Ich bin dumm. Hast du gut erkannt. Ich bin dumm. Hast du immer noch gut erkannt. Und mal das Kokolin. Ich nenne das ab jetzt die Gurke. Wieso nennen wir das ab jetzt die Gurke? Das ist die Gurke ist. Ab jetzt ist es die Gurke. Ah ja. Weil es grün ist. Und alles was grün ist, ist eine Gurke? Nein, aber das ist eben lang. Eine Gurke. Wurf graben. Graben? Krab. Das sind Raben, die Dinger. Ja, aber der, er hat gesagt Krabben. Eventuell haben sie es nur verlesen. Denn eigentlich müsste es Raben heißen. Verstehen Sie? Der Hund hat es aber gesagt, du schlau wie Schlumpf. Der Hund hat was gesagt. Ja, das ist er. Genau. Und mein Meerschweinchen hat ein Lied gepfiffen. Ich glaube, man zweifelt. So, wieso genau buddeln wir hier Löcher? Sind wir auf der Suche nach etwas? Ja. Nach was suchen wir denn? Nee, ich glaube, die suchen wir nicht. Lol. Da nimmt doch alles auseinander, der Kettenhund. Der Hund hängt fest. Hat Noob. Kann man irgendwie dahin kommen? Nee, kann man auch nicht. Ich bin. Der Hund hängt immer noch fest. Lol. Man kann sich teleportieren. Du selber Hund. Ich soll dich vermeiden und könntest teleportieren. Schnell wieder in Baras Hütte. Das passiert, wenn man sich eben nichts spoilern lässt. Dass du nicht weißt, wie es weitergeht? Nee, ich weiß echt nicht, wie es weitergeht. Hab ich dir nicht bis zum letzten Mal gesagt. Na, warum sollte ich dann weiterschauen? Ich wollte mich echt nicht spoilern lassen. Sondern, dass du irgendwie vorankommst. Irgendwas muss doch im Friedhof sein, echt jetzt. Irgendwas. Ja, aber es kommt vielleicht erst zu späteren Zeiten, dass man das da dann erst freischaltet oder so. Warte, ich schieb einfach alle Dinger. Die penetrieren mich gerade. Magst du das? Oh fuck!
Ja, da ist mal ein Riesengeist. Und das scheint nicht sehr sozial zu sein. Das ist sogar asozial. Das ist ganz ein Uff. Mann, das ist... Die kommen aber überall, diese Geister. Ja, na klar kommen die überall. Weil das sind Geister. Lasst mich schubsen. Oh. Lasst mich schubsen! Fehlt ja nötige Kraft. Ich flog gerade förmlich aus. Da ist doch ein Weg. Wie komme ich da hin? Ganz ein Uff, ne? Alles ganz ein Uff. Vielleicht irgendwas hast du da. Keine Ahnung, ich gehe mal wieder runter. Die Armen, die werden einfach nie Content bekommen. Weil ich zu dumm bin, um etwas zu machen. Und weg ist er. Falsche Richtung. Die Musik schon nice, was soll man jetzt hier wieder? Vielleicht verkauft der auch etwas, das mich interessieren könnte. Zum Beispiel das da. Da mal einen Pfeil und Bogen. Aber jetzt gehen wir uns bezahlen, hä? Der lässt sich nicht das Ding klauen. Ich bin aber durch. Dann musst du das Ding zurücklegen. Du Dreck. Wie kostet denn das? Du hast doch genug Geld dafür. Holst du doch. Nein. So ein bisschen. 980. Ist doch nicht 300 irgendwas. Du musst jetzt ein bisschen Diamanten farmen. Oh, Diamanten. Hilfe. Hm? Hilfe. Was denn? Das sind Rubine. Sag es ja. Weil ich weiß echt nicht, wo man hingehen soll. Das ist... Penetration pur. Ich flipp aus. Ich flipp aus. Das finde ich nicht gut. Hier. Siehst du? Satz auf Weiß. Singular der Pommes. Mann, Genitiv, bist du dumm? Und Dativ ist den Pommes. Des Pommes. Und aber normal? Der Singular ist auch der Pommes. Beweis es dir. Ja, sag mal. Zeig. Ich will einen Beweis. Pommes ist einfach nur reines Pluralwort. Und Nominativ ist das die Pommes. Also man kann eben auch sagen, der kommt halt darauf an, welcher Vormann das sagt. Weil man sagt, darf man bitte einen Pommes haben.
Dann ist es ja, wieder männlich. Dann sagt man, will die Pommes haben, fragen dann sagt man natürlich, Zuschauer, ich will die Pommes haben. Was heißt andere Wort, wo wir uns jetzt nicht sicher waren? Keine Ahnung. Weiß auch nicht mehr. Der Artikel, das ist in Deutsch eine sehr komplizierte Sache. Die andere, das ist so eine Sache, die ich sozusagen nicht immer, doch sehr gerne sage ich das Beispiel mit der Kneipe. Man sagt das zum Beispiel, heute Abend sitze ich mit meinen Freunden in der Kneipe. Welchen Freunden? Und dann sagt man so zu seiner Mutter, ja, ich gehe heute Abend in die Kneipe. Und das meint, meine Lieben, deutsche Sprache. Deutsche Sprache, schwere Sprache. In einem Fall der Kneipe, im anderen Fall die Kneipe. Aber ich bin ja nicht euer Deutschlehrer und ich will euch nicht mit Deutsch auf den Sack gehen, deshalb soll man das mir in Zelda irgendwie weiterkommen. Die Frage ist wie. Und Sven hat da gerade nicht so eine schlüssige Idee zu haben, oder? Flip halt aus. Ich glaube, wir werden den Part gleich beenden. Und dann wirst du oft mal ein bisschen schauen, wie es weitergeht. Weil wir sonst alle lost sind. Und zwar bis ans Lebensende lost sind. Ans Lebensende. Übertreiben kannst du manchmal aber schon. Die klauen sich immer Äpfel. Und die spielen nur Ball. Das finde ich nicht gut. Uff. Lass doch den armen Fuchs in Ruhe. Nein. Du bist so böse. Ich gehe noch mal fischen. Und nach dieser Angelstunde wird eh der Part zu Ende sein. Das ist keine Ahnung, ob er überhaupt rauskommt. Natürlich kommt der raus. Warum sollte er rauskommen? Weil wir über die Wiesen gesprochen haben. Der Part nennt sich die Wiesen. Es muss dann nicht in jedem Part krass viel neues Gameplay passieren. Ich denke mal, Leute mit der krassen Let's Play Gelaber unterhält, ist alles gut. Ich flipp aus, nee, das kann ich auch nicht. Ne. Da hat der Fisch Piss jetzt dich. Irgendwie deine Scheiße geklaut. Ja, ich fisch das nächste Mal. Ein Fisch. Dann fischen wir Fische. Na dann. Also, das war's mit dem Party, Leute. Haut's rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao!